So, es ist also angerichtet hier in Al-Mubarras, der Stadt in der Region Al-Assa. 836.000 Einwohner im Osten des Landes gelegen, sind 3,5 Autostunden von Riad, also von dem Ort, in dem Al-Nasser sein Zuhause hat. Der Flieger, er ging in die Luft und ist dann relativ schnell auch schon wieder gelandet. Also die Flughöhe, ich glaube, die wurde noch nicht mal erreicht. Aber naja, so läuft das hier eben ab. Und dann gehen wir rein in diese Partie. Al-Fateh in... Gute Aktion von Al-Rannam. Talisca am zweiten Pfosten, ja. Talisca. So auch in den kommenden Jahren. Jakob Rinne. Ronaldo. Und sofort wird der Applaus laut. Gustav. Mehr auf dem Zähler. Und das ist ein ganz einfacher Ballgewinn. Ronaldo. Ja, da ärgert er sich völlig zurecht. Wenn der Pass kommt, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann muss Rossi zum ersten Mal zugreifen. Noch Matteo! Und die kalte Dusche für Al-Nasser in der... Gutes Kombinationsspiel. Und dann dieser Pass auf Yahya. Super von Gustavo. Kann der junge Außenbahnspieler den drin halten? Die Antwort lautet nein. So, und dann Ronaldo... Ja, das leichte Ziehen war da. Und der nächste Konter. Und die nächste Möglichkeit, wenn sie es denn gut ausspielen. Der ist etwas zu lang. Wieder Theo. Jakob Rinne im Kasten. Auszeichnen musste er sich noch nicht. Ronaldo. Ein-Mann-Mauer. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 2014, da gab es mal eine ähnliche Situation. Da war es noch etwas weiter weg. Ronaldo. Ronaldo in die Mauer. Talisca. Und da kommt Ronaldo, dann aber wieder angeflogen. Die Flanke von Talisca und dann mit seiner ganzen Wucht, die er hat, mit seiner ganzen Dynamik. Nächster Angriff rollt. Dass man selbst so wirklich gefährlich wurde. Jetzt Ronaldo. Ronaldo, Fahne bleibt unten. Ronaldo! Ausgleich! Oder geht die Fahne doch noch hoch? Da brauchen wir keine kalibrierte Linie, da brauchen wir keinen Videoschiedsrichter. Das diesen Freistoß. Das macht Sadan und der ist gut getreten. 26 in Richtung des Torwart-Ecks. Na gut. Wieder kompakt bei Fuß auf Höhe Mittellinie. Und diesmal bleibt er wirklich drin. Und schaut euch an, wie viel Platz der hat. Sowohl beim Flanken als auch Theo hier bei der Annahme. Theo, abgefälscht. Talisca, Pfosten und Ronaldo.
Es ist wie verhext. Cristiano Ronaldo. Rareb. Ronaldo am Flügel. Bewegen. Jetzt mal die Möglichkeit zur Hereingabe. Talisca, Talisca! Ausgleich! 42, 12. Saisontor für den Brasilianer. Gut gespielt, einmal die Tiefe gefunden. Der Außenverteidiger, der durchläuft. Und dann öffnen sich Tür und Tor. Und Talisca und Ronaldo schon wieder. Legt er den Hier sehen wir es nochmal. Ronaldo und dann, ja, Kaiten liegen lassen. Hier sehen wir seinen Lattentreffer. Al-Nassr kam in den ersten 15 Minuten viel. Dann Jakob Rinne. Der Ball, Al-Nassr in den cremefarbenen Trikots in Halbzeit 2 von Gustavo. Genau solche Ballgewinne brauchen sie. Ronaldo, Ronaldo. Talisca, Tremkopfball stark. Ronaldo auch als Vorbereiter immer noch super peinlich eng. Konan, wieder Ronaldo. Außenverteidigerpositionen sind durchaus anfällig bei Al-Nassr. Und die Flanke ist gut und dann ist es die erneute Führung für Alpha T. Verständnis in der Viererkette, die Flanke aus dem Halbfeld. Al-Ujami ist zu weit weg. Gibt es die Möglichkeit zum schnellen Umschalten. Das ist die Möglichkeit, das ist die Möglichkeit. Und er darf. Talisca hat brav den Elfmeterpunkt beschützt und jetzt darf der König höchst selbst. Ronaldo gegen Rinne. Er hat viele wichtige Elfmeter verwandelt in seiner Karriere. Cristiano Ronaldo, Ausgleich 2-2.